raufhüpfen. Hier konnte ich nicht bleiben. Es musste doch einen Weg hinaufgeben. Ja, man kann auch raufspringen. Oder hier die Baumstämme hochklettern. Hier so, einhalten oben. Dann hier mit einem Bein rauf. Dann da mit einem Bein rauf. Und wenn man sich da rauf geht, da festhalten bei dem hier. Bei dem da. Also, hier einen Fuß rauf. Und dann da einhalten. Dann so in Höhe hüpfen. Dann hier die hoch. Die Hände. Dann hier drauf steigen. Und dann bist du oben. Weil wegrollen. Ja gut, das kann wegrollen. Hm, stimmt. Oder hier halt. Aber nein, das geht ja nicht. Eine Thermosflasche. Okay, da will ich nicht runter unbedingt. Also unten drunter unter dem Ding. Was haben wir hier? Okay, gar nichts. Gar nichts ist da. So, aber nicht so schön. Sonst ist ja nichts hier. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit dem was machen muss, aber. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ach, geh mal hier lang. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Hier. Mit dem fahren wir. Lol. Hast du gesehen? Ich bin doch gerade voll weggeflogen. Aua. Ob die auch wieder einen Schutz kriegen? Boah, Meisterschütze. Mit Auto, ey. Gut. B einschalten. Ja. Und jump, und jump, und jump. Es ging ja wirklich leicht. Mein Gott, ich hab immer wichtig. Ist immer gut, irgendwas grün blinkendes einzuschalten in einem Horrorspiel und daraufhin sich nicht zu erschrecken oder halt irgendwie so ein Jumpscare oder ähnliches kommt. Oh, nein, Foss. Wir sind nicht bei TTT. Ach, jetzt kann ich Munition mitnehmen. Hier ist das, genau. Benutzen. Ah. Bis sich das Ding bewegt. Ach, okay, ich kann jetzt selbst entscheiden. Ich muss natürlich hier hin. Ist ja auch logisch. Das heißt, ich muss da hinten laufen. Lauf, ich muss da laufen, mein Lauf, der hat einen Maschendrahtzaun. Keine Ahnung. Maschendrahtzaun. Hier ist eine Palette. Und jump. Yeah, wir sind oben. Yeah, Rätsel. Oh, fast runtergefallen. Leck mich am Arsch. Oh, da liegt, entsteht noch was. Und zwar Dosen. Schade. Ach, das geht wieder nicht, so ein Scheiß. Aber ich kann die bestimmt umschubsen. Ja. Das hätte jetzt so ein Achievement geben müssen. Dosen umgeworfen. Oh, Schrotflint. Es gibt tatsächlich eine Schrotflintschuhe. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt.
Also, ich dachte, wenn irgendwer Tobi sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Tobi ein lieber Hund? Oh, Tobi liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Tobi ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Das finde ich aber nicht so toll. Oh, da ist noch ein Manuskript. Dass wir jetzt auch noch mit einem Hund zu kämpfen haben. Also, ihr wisst schon, was ich meine, so Horrorspielen. Da ist die Tankstelle, das heißt, wir gehen nach zunächst dem... fand ich die Seiten wie zufällig. Manuskript. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Sicher konntest du sie retten. Nein, da lang. Genau. Das wollte ich sagen. Ach so, hier läuft Musik. Ich dachte schon, was ist denn das jetzt? Was bedeutet denn das? Oh, Leuchtpistole. Kann ich die so... Nachladen wird auch nicht schon. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Dass wir heute noch ankommen. Da ist es. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Mach die besten Hotpocks im Stall. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Gefahr. Der Monster, da kommt gleich danach. Ist der Drittbeste. Kommt der Hund wirklich? Kommt nur her. Kommt nur her, meine Freunde. Mann, auf Jucht. Wir müssen in diese Richtung. Also nicht jetzt hier lang. Aber da ist die Tankstelle. Und ich kann nicht hier runterspringen. Nee. Safe happen. Ja, aber wie lange noch? Nur solange der Vorrat reicht. Da ist eine Axt. Wieso nehmen wir nicht die Axt? Mein Gott, ey. Wir können sie uns einfach auf den Rücken kleben. So wie in jedem MMO. Nein, verpisst euch. Warum sind ja immer dieselben Leute? Das ist, dass ich merke. Das heißt, merkt. Das heißt, wir töten die ja auch nicht. Oder die fahren einfach zu fahren, mehrere Charaktermodelle zu machen. Aber ich glaube, bis jetzt war jeder unterschiedlich. Also, bis auf die Klamotten. Also, andersrum halt. Bis jetzt war jeder gleich, bis auf die Klamotten. Die waren unterschiedlich. Habe ich nicht mal eine Ruhe in meiner Skriptzeiten? Sammeln hier. Was soll... ist doch aber egal. Fenster in der Tankstelle. Die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Ob das auch noch zutrifft hier? Mit der Garage? Garage. Oh, hier ist Licht. Das finde ich super. Wird immer gespeichert. Öffnen.
Ja, noch mal Zeug. Wieso ist eigentlich hier Revolvermunition in dem Emergency Kit Ding? Oh, ist ein Pfeil. In diese Richtung. Also immer in die Gegensätze, in die wir laufen müssen, ist ja auch klar. Logisch. Schon wieder hier. Und es ist einfach nur so ein Symbol, dass hier das. Oh, hier ist sowas voll Geiles. Hätten wir wahrscheinlich die Kiste am Anfang auch einfach zerdeppern können. Na, super. Und ich dachte, wir brauchen irgendwie Feuer. Salat rühre ich aber nie an. Ein Kerl wie ich braucht eine anständige Mahlzeit, um gut durch den Tag zu kommen. Warum muss ausgerechnet jetzt Nacht sein? Wieso kann nicht immer Tag sein? In so einem Spiel. Oh Mann, oh Mann. Kann ich da nicht rauf? Da ist eine Leiter. Warte mal. Wenn ich mich richtig. Ja, du sollst auch bewegen. Nein. Nein. Tja, einfach mal durchlaufen. Aua. Lol, die haben alle eine One-Hit. Ausgehalten. Bevor ich das Tor öffne, nehme ich die Manuskriptseite und zwar wegglückt den Sheriff an. Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Alice Cooper. Folge 1, Obtraum. Ja, ich will zurück. Danger Hot Head Area. Ich dachte schon, da steht jetzt jemand. Da wollte ich irgendwas Schrot finden, Munition. Oh, Schrotflinte, yeah. Also es gibt vier verschiedene Waffen, die wir jetzt schon bekommen. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Fast die Merkel. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo.
Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Die Nine Springs. So eine armselige Sau.